Gut, dann möchte ich, dass wir nachher mit offiziell eröffnen. Mein Name ist Karin Daniel Ramirez Schiller. Ich bin im ÖAD verantwortlich für den Bereich Erwachsenenbildung und Querschnittsthemen. Und ich darf Sie heute bei diesem Webinar zu kurzfristigen Projekten der Erwachsenenbildung begrüßen. Mit dieser Vorstellungsrunde starte ich gleich einmal, damit Sie wissen, wer vom Team heute da ist. Ich glaube, Sie haben die Kolleginnen oben gepinnt über der Präsentation. Das ist Arabella Seitz, Lea Eisinger und Christoph Sackl. Ja, und dann dürfen wir auch gleich weiter zum Fahrplan für heute. Was ist das Ziel für heute? Mein Kollege Christoph Sackl wird eben kurz auf das neue Programm Erasmus Plus 2021 bis 2027 eingehen und wird sich ansehen, wo die kurzfristigen Projekte hier stehen. Auf dieser Basis aufbauend werde ich dann eben weiterbauen und werde versuchen, im Wesentlichen eigentlich drei Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, was sind kurzfristige Projekte? Die zweite Frage, welche Aktivitäten sind möglich? Und die dritte Frage ist, wie werden diese gefördert? Und mein Kollege Christoph wird sich dann noch anschauen, welche Institutionen in Erasmus Plus Erwachsenenbildung Kirchen 1 oder Leitaktion 1 teilnehmen können, wie das mit der Antragstellung funktioniert und wie es mit dem Zeitplan ausschaut. Und am Ende wird es auch dann einige weitere Hinweise für Sie geben und auch Zeit für Ihre Fragen. Wie bereits erwähnt, falls Sie Fragen haben, können Sie diese gern jederzeit in den Chat posten und wir werden dann zwischen den Abschnitten, wird es eben Zeit geben, dass wir diese Fragen beantworten. Ja, das war es zum Zeitplan für heute und ich darf jetzt an Christoph übergeben. Bitte. Ja, vielen Dank, Arabella. Wir können zur nächsten Folie gehen. Ja, das neue Programm 2021 bis 2027 hat letztes Jahr begonnen. Das heißt, es gab schon eine Antragsrunde und es konnten schon erste Erfahrungen gesammelt werden. Aber für die Newcomer stellen wir jetzt das neue Programm vor und gehen zur nächsten Folie. Gut, können wir die, ja. Genau, also grundsätzlich Erasmus Plus, wie man schon aus dem Vorgängerprogramm kennt, soll in der Erwachsenenbildung die Qualität der formalen, informellen und nicht formalen Erwachsenenbildung in Europa verbessern. Und was neu jetzt im Programm ist, sind vier Grundsätze, zu denen Sie sich auch verpflichten, wenn Sie einen Antrag stellen, der gefördert wird. Und der erste Grundsatz oder Qualitätsstandards ist Inklusion und Vielfalt. Das neue Programm soll möglichst vielen Menschen eine Teilnahme ermöglichen und die begünstigten Organisationen sollen faire und gerechte Bedingungen schaffen, damit möglichst viele Personen teilnehmen können, unter anderem auch Teilnehmer mit geringeren Chancen oder mit Benachteiligungen. Sie finden zum Beispiel im Programmguide eine längere Liste mit verschiedenen Benachteiligungen. Und diese sollen auch am Programm teilnehmen können. Ja, ein weiterer Schwerpunkt ist Green Erasmus, das heißt die ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung der Organisationen. Dabei sollen die Einrichtungen, die am Programm teilnehmen, den Teilnehmern ein nachhaltiges und umweltfreundliches Verhalten, also fördern. Es gibt zum Beispiel jetzt neu auch Pauschalen für das Reisen mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln. Ja, Digitalisierung steht auch ziemlich zentral im Programm. Und hierbei geht es um virtuelle Kooperationen und Einrichtungen sollen auch digitale Instrumente zusätzlich zu ihren physischen Mobilitäten nutzen und auch Lernmethoden und somit ihre physischen Mobilitäten ergänzen. Da gibt es zum Beispiel Blended Mobility-Formate. Ja, und der letzte Schwerpunkt im Programm sind gemeinsame Werte, zivilgesellschaftliches Engagement und Teilhabe. Das ist, die Organisationen sollen ihr europäisches Netzwerk vergrößern, sollen andere Organisationen kennenlernen, sollen sich vernetzen und austauschen und sich aktiv auch am Erasmus Plus Netzwerk beteiligen. Das heißt auch an den thematischen Aktivitäten, die es im Programm gibt. Aber natürlich, wie am Schluss steht, geht es natürlich immer um die grenzüberschreitenden Aktivitäten und den Bezug zu Europa. Das heißt, das europäische Bewusstsein soll im Programm einen großen Stellenwert haben. Gut, kommen wir zur nächsten Folie. Ja, hier sehen Sie einen Überblick über die unterschiedlichen
Leitaktionen, die es im Programm gibt. Da haben wir einerseits die Lernmobilität von Einzelpersonen, das ist die Key Action One, mit der wir uns heute befassen. Nennt sich zwar Lernmobilität von Einzelpersonen, aber Einzelpersonen können keinen Antrag stellen. Das heißt, es muss die Organisation für ihre Mitarbeiter beantragen. Dann haben wir die Key Action 2, das sind die strategischen Partnerschaften, die Sie vielleicht schon kennen. Das ist die Zusammenarbeit zwischen Organisationen und Institutionen, also grenzüberschreitend. Und die Key Action 3 und Champmonet-Aktivitäten, die sind in anderen Bereichen hauptsächlich verankert, die werden wir heute nicht besprechen. Was ich noch sagen möchte, die Lernmobilität von Einzelpersonen, die Key Action 1, Mobilitätsprojekte führen dann oft auch zu einer strategischen Partnerschaft. Gut, kommen wir zur nächsten Folie. Ja, also im Programm Erasmus Plus unter der Key Action 1 gibt es zwei Möglichkeiten der Antragstellung. Einerseits, wie schon erwähnt, die kurzfristigen Projekte, um die es heute geht. Das sind kleinere Projekte mit einer kürzeren Laufzeit und einer begrenzten Anzahl von Mobilitäten und richtet sich vorwiegend an Newcomer und Organisationen mit wenig Erfahrung im Programm. Die zweite Möglichkeit, auf die, wenn man dann länger im Programm mit dabei ist, führt dann zur Erasmus-Akkreditierung. Das ist eine Akkreditierung für die gesamte Laufzeit bis 2027, wo Sie Ihre langfristige Strategie einmal im Akkreditierungsantrag verfassen. Und in den Nachfolgejahren müssen Sie dann nicht jedes Mal einen neuen Antrag stellen, sondern können jährlich einen Budgetantrag stellen. Das heißt, Sie geben uns dann nur die Zahlen bekannt, die Zahlen Ihrer Aktivitäten, wie viele Personen zu welcher Aktivität mobil werden wollen. Hat natürlich seine Vorteile, weil es ist eine höhere Planungssicherheit, es gibt mehr Flexibilität und die kurzfristigen Projekte, wie wir später noch hören werden, können nur ein paar Mal im Programm, also maximal dreimal durchgeführt werden und dann muss es schon zur Akkreditierung gehen. Gut, kommen wir zum nächsten. Ich schaue mal, ob es jetzt Fragen gibt zu diesem Überblick. Derzeit sind im Chat keine Fragen. Falls noch welche aufkommen sollten, posten Sie diese gern jederzeit in den Chat. Falls es keine Fragen gibt derzeit zu diesem Abschnitt, dann tauchen wir jetzt gemeinsam in die Grundlagen ein der kurzfristigen Projekte und schauen uns an im Wesentlichen, was sind kurzfristige Projekte und für wen sind diese geeignet. Ja, auf der nächsten Folie sehen wir dann, dass kurzfristige Projekte besonders geeignet sind, wie wir schon gehört haben, für Neuansteiger und kleinere Institutionen. Sie brauchen keine Vorerfahrung in Erasmus Plus Projekten und sie können auch relativ jung sein als Organisation. Und es ist auch besonders für Einrichtungen geeignet, die nur gelegentlich Mobilitäten durchführen. Und kurzfristige Projekte sind ideal zum Kennenlernen des Mehrwerts von Erasmus Plus. Da haben wir heute schon ein bisschen was gehört von dem Mehrwert, den Sie angesprochen haben. Eben, man kann sich vernetzen, man kann Neues lernen. Man kann sich auch Inspiration holen für die eigene Arbeit. Ja, kurzfristige Projekte sind auch ideal zum Sammeln von erster Erasmus Plus Erfahrung. Also sie können ein Lernfeld für sie sein zu Erasmus Plus Projekten. Also man kann eben entdecken, was kommt auf mich zu, was wird erwartet, wie ist der Umgang mit den Teilnehmerinnen und was will die nationale Agentur hier von mir. Und wir gehen ja davon aus, dass Sie nach ein oder maximal zwei kurzfristigen Projekten vielleicht so viel Spaß an Erasmus Plus haben, dass Sie dann spätestens um eine Erasmus Plus Akkreditierung im Bereich Erwachsenenbildung ansuchen wollen. Und hier noch ein wichtiger Hinweis, also falls Sie bereits im Bereich der Erwachsenenbildung akkreditiert sind, können Sie nicht im Bereich der Erwachsenenbildung ein kurzfristiges Projekt beantragen. Hier der Hinweis. Genau, und jetzt schauen wir uns an, was noch wichtig ist beim Aufsetzen
eines kurzfristigen Projekts. Also Ihr kurzfristiges Projekt soll am Bedarf Ihrer Institution anknüpfen. Das ist ein wichtiger Punkt. Also ein kurzfristiges Projekt soll quasi nicht da im luftleeren Raum stattfinden, sondern wirklich auch in Verbindung mit dem Bedarf Ihrer Institution stehen. Und dieser Bedarf soll dann mit den Mobilitätsaktivitäten in Verbindung gesetzt werden. Und das ist eben auch eine wichtige Frage im Antragsformular. Zum Beispiel, wenn Sie sehen bei Ihrem Personal, dass es Weiterbildungsbedarf im Bereich Digitalisierung gibt, dann könnten Sie sich überlegen, okay, wie kann man das verknüpfen mit Mobilitätsaktivitäten? Zum Beispiel könnte das Personal dann einen Kurs oder eine Weiterbildung zum Thema Digitalisierung in einem Erasmus Plus Programmland machen. Ja, genau das zu dem Punkt. Und dann Ihr kurzfristiges Projekt soll auch entlang der Erasmus Plus Qualitätsstandards durchgeführt werden. Das bestätigen Sie auch, wenn Sie einen Antrag schreiben, dass Sie diese beachten bei der Durchführung der Mobilitäten. Und das sind eben Qualitätsstandards, die sicherstellen sollen, dass die Teilnehmerinnen gute Mobilitätserfahrungen machen und auch gute Lernergebnisse erzielen, beziehungsweise eigentlich, dass alle Einrichtungen, die Fördermittel aus dem Programm erhalten, auch zu den Programmzielen beitragen. Genau, das wären diese zwei Punkte. Und jetzt schauen wir uns gleich die Hard Facts an. Also was sind die gesteckten Rahmenbedingungen für kurzfristige Projekte? Erstens zur Laufzeit. Ein kurzfristiges Projekt kann eine Laufzeit von 6 bis maximal 18 Monaten haben, wie bereits von Christoph erwähnt. Die Projektdauer können Sie selbst im Antrag wählen. Und ich würde Ihnen raten, also vor allem in dieser Situation, die wir derzeit haben, dass Sie hier auch gerne den Spielraum nutzen. Wenn Sie zum Beispiel ein kurzfristiges Projekt für 12 Monate beantragen, haben Sie auch ein bisschen mehr Spielraum, falls Mobilitäten verschoben werden sollten. Ganz wichtig ist, dass die Mobilitäten immer innerhalb der Projektlaufzeit stattfinden. Genau. Dann gibt es auch noch die Begrenzung, die auch Christoph schon erwähnt hat, dass dass bis zu 3 kurzfristigen Projekten innerhalb von 5 aufeinanderfolgenden Jahren genehmigt werden können. Das ist auch eine Beschränkung, aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, um Akkreditierung anzusuchen. Ja. Und dann gibt es auch noch eine Beschränkung, dass pro kurzfristigen Projekt maximal 30 Mobilitätsaktivitäten möglich sind. Das bedeutet, dass maximal 30 Auslandsaufenthalte finanziert werden können. Und es ist auch möglich, dass zum Beispiel eine Person zweimal verreist, aber sollte eben eine Person 2 Auslandsaufenthalte machen, dann zählt dies als 2 Mobilitäten. Und insgesamt dürfen Sie pro kurzfristigen Projekt 30 Mobilitätsaktivitäten realisieren. Aber Sie müssen natürlich keine 30 machen, Sie können auch 5 zum Beispiel machen. Und das hängt wieder mit dem Bedarf Ihrer Institution zusammen, kommt darauf an, wo Sie gern hin möchten. Ja, genau. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man Mobilitätsaktivitäten immer in und mit Erasmus Plus-Programmländern stattfinden. Was sind diese Erasmus Plus-Programmländer? Das sind eben die 27 EU-Mitgliedstaaten und dann ist noch dabei Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und Türkei. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Erasmus Plus-Programmländer erwischt. Genau, das ist ganz wichtig, ja. Und wenn wir jetzt schon so viel von den Mobilitätsaktivitäten sprechen, schauen wir uns an, welche Aktivitäten von überhaupt gefördert werden. Also eigentlich, was können Sie ganz konkret machen? Und zwar haben Sie die Möglichkeit, das Personal, das in der Erwachsenenbildung tätig ist, das können Lehrende oder auch nicht lehrende Personen sein. Die können zum Beispiel an eine Partnerinstitution in einem Erasmus Plus Programmland fahren und dort jemanden bei der Arbeit über die Schulter schauen, innerhalb eines Job-Shadowings, also jemanden beschatten bei der Durchführung der Tätigkeiten. Oder das Personal kann zum Beispiel selbst unterrichten an einer Gastorganisation in der EU innerhalb einer Lehr- und Schulungstätigkeit. Oder sie können auch
also das Personal kann auch Kurse und Schulungen im europäischen Ausland besuchen, zum Beispiel, wie vorhin erwähnt, zum Thema Digitalisierung, je nach dem Bedarf Ihrer Institution. Genau, und was ganz neu ist mit diesem Programm, dass auch Lernende fahren können. Und zwar sind das Lernende mit geringeren Chancen innerhalb der Erwachsenenbildung und die haben die Möglichkeit, entweder in einer Gruppe zu verreisen, das heißt mindestens 2 Personen, oder auch eine individuelle Lernmobilität, das heißt einzelne Personen zu machen. Genau, und weil eben die Lernenden so neu sind und eine besondere Gruppe auch in der Erwachsenenbildung, möchte ich mir gerne in der nächsten Folie ansehen, wer diese Lernenden in der Erwachsenenbildung sind. Ja, erwachsene Lernende in der Erwachsenenbildung sind Lernende mit geringeren Chancen. Und diese Lernende sollen auch aktuell einen Kurs besuchen an der entsendenden Einrichtung, das heißt an ihrer Einrichtung. Und für Österreich ist das prioritär im Bereich der Basisbildung. Hier der Fokus auf prioritär, aber nicht ausschließlich. Und da ist eben die Einzelmobilität oder Gruppenmobilität möglich. Und wenn Sie möchten, also auf unserer Website finden Sie die genaue Definition von Lernenden in der Erwachsenenbildung. Und auch im Allgemeinen, falls Sie Lernende mit geringeren Chancen auch mobil machen möchten, können Sie gern jederzeit mit uns Kontakt aufnehmen, weil das eben so neu ist und wir können uns gemeinsam ansehen, ob und wiefern das in Ihr Vorhaben passen kann. Ja, und jetzt haben wir uns angeschaut, wer mit Erasmus Plus von Österreich in ein Erasmus Plus Programmland fahren kann. Und jetzt, und das ist auch neu, haben Sie auch die Möglichkeit, jemanden aus einem Erasmus Plus Programmland zu sich an die Institution zu holen. Und da kommen wir zur nächsten Folie, zu den Incomings. Sie haben die Möglichkeit, Expertinnen aus einem Erasmus-Plus-Programmland einzuladen an ihre Institution. Das kann zum Beispiel eine Person mit einem spezifischen Fachwissen sein und die kann an ihre Institution kommen und dort zum Beispiel ihr Personal schulen zu einem spezifischen Thema. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, das ist auch neu, dass Sie in Ausbildung befindliche Lehrkräfte oder Pädagoginnen an sich an die Institution holen, die zum Beispiel ein Praktikum bei Ihnen machen. Das ist auch genau neu. Und nachdem wir jetzt gehört haben, was für Mobilitätsaktivitäten möglich sind, schauen wir uns jetzt an, wie das mit der finanziellen Förderung ausschaut. Also für was gibt es grundsätzlich Zuschüsse, beziehungsweise wie sind diese aufgebaut? Ja, die Mobilitätsaktivitäten werden überwiegend, ich sage bewusst überwiegend, in Form von Pauschalen gefördert und je nach Mobilitätsart unterschiedlich zusammengesetzt. Also für was gibt es Zuschüsse? Es gibt Zuschüsse in Form von Pauschalen für Ihre Reisekosten. Und hier gibt es eben die Möglichkeit, Reisekosten für herkömmliches Reisen zu beantragen oder für umweltfreundliches Reisen. Die Pauschalen für umweltfreundliches Reisen sind ein bisschen höher. Dann gibt es eine organisatorische Unterstützung, einen Zuschuss für Ihre Institution. Dann individuelle Unterstützung, so steht es im Programmleitfaden, oder Aufenthaltskosten gibt es auch. Die sind je nach Zielland und Aufenthaltsdauer unterschiedlich. Und dann gibt es auch noch eine Inklusionsunterstützung, falls Sie Teilnehmende mit erhöhtem Förderbedarf haben. Da kriegt die Institution eine Pauschale, die Teilnehmerinnen kriegen die realen Kosten, wenn sie gut begründet werden. Dann, falls Sie eben einen Kurs machen, gibt es Zuschüsse zu Kursgebühren. Und die vorbereitenden Besuche, die ich hier auch erwähnen möchte, das ist nämlich auch neu. Sie haben die Möglichkeit, falls Sie eine Mobilitätsaktivität vorbereiten, einen vorbereitenden Besuch zu machen. Da gibt es auch eine Pauschale dafür, zum Beispiel für die Vorbereitung eines Jobshadowings. Dann gibt es auch sprachliche Unterstützung unter besonderen Bedingungen. Genau, ganz kurz. Das war es genau mit den Pauschalen. Dann gibt es auch noch den Zuschuss für reale Kosten. Also Realkosten können auch erstattet werden. Das ist, habe ich schon erwähnt, die Inklusionsunterstützung für die Teilnehmerinnen, wenn sie gut begründet sind. Und hier in Klammer gesetzt die außergewöhnlichen Kosten, dass sie eigentlich nicht schlagend werden, weil das ist zum Beispiel die Bereitstellung von Finanzsicherheiten.
Ja, und die ganz genauen Beträge und Details finden Sie auf unserer Website. Also da finden Sie die Tagsätze und im Programmleitfaden hier aufgelistet auf diesen Seiten. Ja, genau, das war es jetzt zu den Grundlagen, zu den kurzfristigen Projekten. Und meine Frage an Sie, ob Sie Fragen dazu haben. Falls ja, können Sie diese gern in den Chat posten. So, ich schaue jetzt in den Chat, ob es derzeit Fragen gibt. Und sehe keine. Okay. Falls Sie welche Voraussetzungen braucht es bei der Institution, die man besuchen möchte? Das ist eine sehr gute Frage. Also die Institution soll eben in einem Erasmus Plus Programmland sein. Und es sollte zu Ihren Zielen passen, die Sie eben auch im Antrag angeben. Also wenn Sie zum Beispiel zum Thema Digitalisierung etwas lernen wollen in der Erwachsenenbildung und an eine Institution in Deutschland fallen wollen, dann sollte es eben zu Ihren Zielen und zu Ihrem Bedarf passen. Genau. Gibt es noch weitere Fragen? Also das ist Englisch. Can the same K1 application include incoming and outgoing? Organization X goes to Norway and invites Organization Y to Austria. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich jetzt auf Deutsch antworte. Also ja, Sie geben in Ihrem Antragsformular bei den kurzfristigen Projekten an, was Sie gerne machen möchten. Sie geben zum Beispiel Outgoings an. Das kann Personal sein, das einen Kurs oder eine Schulung macht, zum Beispiel in Deutschland. Und Sie können auch Incomings angeben, wo Sie eben angeben, dass Sie gerne eine Expertin einladen aus Dänemark an Ihre Institution. Das heißt, Sie können Incoming und Outgoing angeben. Grundsätzlich, es ist jetzt nicht als automatisch als Two-Way-Exchange gedacht, also Sie schicken jemanden hin und jemand kommt automatisch zurück. Das ist nicht automatisch so gedacht. Genau, und auch vielleicht noch ein Hinweis, im Antragsformular müssen Sie mindestens eine Partnerinstitution schon angeben, wo Sie hinfahren wollen. Muss die Institution als Host Organization akkreditiert sein? Nein, also die Institution muss nicht akkreditiert sein. Wie schon vorher gesagt, habe ich genau die Voraussetzungen für die Institution schon gesagt. Sie müssen halt mindestens im Antragsformular eine Partnerorganisation schon angeben. Dort gibt es auch die sogenannte OID-Nummer, auf die später mein Kollege Christoph noch eingehen wird. Die können Sie dort angeben, müssen Sie aber nicht, falls Sie das vielleicht mit akkreditiert meinen. Aber genau, nein, muss nicht als Hostorganisation akkreditiert sein. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Falls? Im Moment nicht, aber vielleicht kommen ja noch Fragen. Ah, jetzt ist noch eine Frage gekommen. A single KA1 application supports up to 30 mobility activities. Do all these mobilities have to be to the same partner country? Nein, Sie können Mobilitäten, also Sie können bis zu 30 Mobilitätsaktivitäten machen innerhalb eines kurzfristigen Projektes. Und diese Mobilitätsaktivitäten können in unterschiedlichen Erasmus-Plus-Programmländern stattfinden. Es muss nicht ein Antrag sein, wo 20 Mobilitäten in Deutschland zum Beispiel stattfinden. Sie können hier variieren und das kommt wieder auf den Bedarf Ihrer Institution an. Okay,
Gut, falls es derweil keine weiteren Fragen geben sollte, Sie können gerne auch Ihre Fragen laufend in den Chat posten, dann darf ich übergeben an Christoph Sackel, der jetzt auf die Antragstellung und den Zeitplan eingehen wird. Danke. So, kommen wir zum Antrag und Zeitplan, zur nächsten Folie. So, ganz wichtig, die antragsberechtigten Institutionen in der Erwachsenenbildung sind natürlich Organisationen, die einen Schwerpunkt in der Erwachsenenbildung haben und die ein Erwachsenenbildungsprogramm haben. Und da wird in zwei Kategorien aufgeteilt. Das heißt einerseits Bildungsanbieter, die förderwürdige Bildungsprogramme und Aktivitäten im Bereich der Erwachsenenbildung durchführen. Das sind zum Beispiel kommunale Einrichtungen wie Volkshochschulen, Bildungshäuser, Bibliotheken, Einrichtungen der Bildungsberatung, Museen und so weiter. Sie finden auf unserer Website eine genaue Auflistung zur Orientierung. Aber andererseits auch noch die zweite Kategorie, das sind lokale und regionale öffentliche Behörden oder Koordinierungsstellen und andere Organisationen mit einer Rolle im Bereich der Erwachsenenbildung. Das können zum Beispiel jetzt Ministerien oder lokale und regionale öffentliche Behörden sein oder Gemeinden. Und ich würde Sie, also da gibt es eine längere Liste auf unserer Webseite und ich würde Ihnen raten, bevor Sie den Antrag schreiben, zu schauen, ob Sie in diese antragsberechtigten Organisationen hineinpassen. Hier haben Sie den Link, Sie bekommen dann auch die Folien zugesandt. Und falls Sie sich nicht sicher sind und Fragen haben, dann melden Sie sich bei uns und wir klären das mit Ihnen ab. Gut, kommen wir zur Antragstellung. Genau, falls Sie noch nicht am Programm teilgenommen haben und eine neue Organisation sind, müssen Sie ein Profil im EU-Login, das ist das Portal der Europäischen Kommission, erstellen. Falls Sie schon am Programm teilgenommen haben und vielleicht schon eine PIC-Nummer haben, wird diese dann auch in eine OED-Nummer umgewandelt. Aber ich gehe jetzt einmal von einem Newcomer aus, der sich zum ersten Mal registriert und einen Antrag stellt. Das heißt, wenn Sie sich registriert haben im EU-Login, registrieren Sie Ihre Organisation und bekommen eine sogenannte Organisations-ID oder OED-Nummer, mit der Sie dann die Anträge ausfüllen können. Die können Sie dann auch weiterverwenden für das gesamte Programm. Sie geben dann nur mehr diese Nummer ein in die Antragsmaske und alle Daten füllen sich dann automatisch aus. So, der Online-Antrag ist auf der Plattform Erasmus Plus und Europäisches Solidaritätskorps. Hier haben Sie den Link, den Sie auch auf unserer Webseite finden. Und das ist eine Online-Maske. Und dort tragen Sie dann Ihren Antrag ein. Und hier ist ein kurzer Wegweiser. Sie gehen zu Möglichkeiten oder Opportunities, je nach Sprache, die Sie eingestellt haben, dann zu Erasmus Plus. Dann ganz wichtig in den richtigen Bereich, Erwachsenenbildung, weil es gibt ja noch andere Bildungsbereiche wie die Schulbildung oder Berufsbildung. Und dann gehen Sie zu Short-Term Projects, KHKA122ADU. Ganz wichtig, dass Sie das richtige Formular auswählen, weil wenn es ein anderer Bereich ist und Sie schreiben dann über die Erwachsenenbildung, dann wäre es eine Themenverfehlung. Gut, kommen wir zur nächsten Seite. Wie werden die Anträge evaluiert? Also grundsätzlich gibt es 100 Punkte zu erreichen, wovon mindestens 60 Punkte erreicht werden müssen, um in den Auswahlbeschluss zu kommen. Und dann gibt es drei Kriterien, bei denen Sie mindestens die Hälfte der Punkteanzahl in den einzelnen Kategorien oder Kriterien erreichen müssen. Sonst wäre es auch eine Ablehnung. Und diese Kriterien sind einerseits die Relevanz. Das ist Ihr Profil in der Erwachsenenbildung, das heißt Ihr Schwerpunkt in der Erwachsenenbildung, Ihr Vorhaben, die Relevanz zu den Zielen von Erasmus Plus und auch zu der Erwachsenenbildung. Die Qualität der Projektkonzeption, da geht es um das Projektkonzept und um die Durchführung. Das heißt, wer ist verantwortlich für die Koordination? Wie wird es logistisch aufgebaut? Wie setzen Sie die Qualitätsstandards oder die Grundsätze um? Gibt es ein Monitoring-Konzept und eine Evaluierung? Da finden Sie zum Beispiel im Programmguide einige Punkte dazu. Und die Qualität der Nachbearbeitungsaktionen, das heißt, wenn Sie Ihre
Ziele oder ihr Wissen erworben haben durch die Mobilitätsaktivitäten, was passiert danach? Wie bringen sie dann ihre Kompetenzen in ihre Organisation ein? Was entsteht dadurch? Welchen Mehrwert hat es für die Erwachsenenbildung und für ihre Organisation? Und wie wird das Ganze auch verbreitet in der Erwachsenenbildungslandschaft? Da gibt es dann auch 30 Punkte. Das sind nun mal so grob die Kriterien für diese Punkte. Ja, und da möchte ich Sie auch gleich darauf hinweisen, wir bieten vom 10. bis 17. Februar sogenannte Final Checks an. Das sind Antragschecks, das heißt, wenn Sie Ihr Projektkonzept schon haben oder eine Projektskizze, können Sie das uns schicken. Sie können uns auch schon Anträge schicken, die man als PDF also exportieren kann, und wir beantworten dann, wir haben dann ein Beratungsgespräch, ein Online-Beratungsgespräch, wo wir mit Ihnen Ihre spezifischen Fragen durchgehen. Das heißt, Sie schicken uns Fragen, wo Sie unsicher sind oder ob es bestimmte Bereiche, wo Sie gern noch einen Input von uns hätten. Da ist es aber ganz wichtig, dass Sie sich einen Termin holen. Das wird dann von uns eingeteilt. Also wir haben verschiedene Tage zur Verfügung und Sie geben uns Ihren Wunschtermin bekannt und wir geben Ihnen dann einen Timeslot und einen Zoom-Link. So, jetzt nochmal zum Zeitplan. Also jetzt sind wir beim Info-Webinar, wo wir Sie über die Möglichkeiten informieren und noch Fragen von Ihnen klären. Dann, wie schon erwähnt, gibt es vom 10. bis 17. Februar die Möglichkeit einer Antragsberatung, eines sogenannten Final Checks. Dann, ganz, ganz wichtig, am 23.02. ist die Frist für die Einreichung von den kurzfristigen Projekten. Bitte schauen Sie, dass Sie die Einreichung nicht bis zur letzten Minute oder sogar Sekunde herauszögern, weil es kann zu technischen Problemen kommen. Also bitte schon ein bisschen früher einreichen. Und im Frühling 2022 bekommen Sie dann von uns die Entscheidung, ob das Projekt gefördert werden kann oder nicht. Genau, falls es eine Genehmigung ist, dann können Sie Ihr Projekt zwischen dem 1.6. und 31.12. starten. Bei einer Nichtgenehmigung bekommen Sie auf jeden Fall Feedback von uns, von den Experten, dass Sie sich dann zu Herzen nehmen können und in den nächsten Antrag wieder einbauen können, der dann nächstes Jahr wieder sein wird. Gut, dann kommen wir noch zu weiteren Hinweisen. Ich schaue jetzt noch, ob es Fragen gibt. Ja, da gibt es schon ein paar Fragen. Ja, es gibt eine Frage, und zwar, ich möchte einen Antrag für meine Handelsakademie stellen. Bin ich hier bei der Erwachsenenbildung überhaupt im richtigen Webinar? Nein, würde ich sagen. Also es geht prinzipiell um erwachsene Lernende und ja, also. Genau, wenn das eine berufsbildende Schule ist, dann sind sie in der Erwachsenenbildung dann nicht richtig. Mhm. Genau, so, die nächste Frage. Kann ich heuer einen normalen Antrag stellen? Also ich nehme an, ein kurzfristiges Projekt und nächstes Jahr um Akkreditierung ansuchen. Ja, natürlich, das ist möglich. Also die nächste Akkreditierungsfrist wird so im Oktober diesen Jahres sein. Und da können Sie dann ein Akkreditierungsprojekt ansuchen oder eine Akkreditierung. Gut, dann würden wir zu den weiteren Hinweisen kommen. Ja, wir wollen Sie nur hinweisen, wir sind auch die Servicestelle für den Europass. Den Europass kennen Sie wahrscheinlich schon als Lebenslauf, aber der besteht aus wesentlich mehr Bestandteilen. Und gerade für uns ist hier der Mobilitätsnachweis wichtig, den Sie dann auch für den Nachweis der Mobilität benutzen können. Sowohl für Key-Action 1-Projekte als auch für Key-Action 2-Projekte. Da Sie für jede Mobilität eine Teilnahmebescheinigung oder einen Europass-Mobilitätsnachweis mitbringen müssen. Für den Schlussbericht oder für sogenannte Test-Check-Überprüfungen. Und Sie können das natürlich, also der zeichnet auch Ihre ganzen Kompetenzen auf, die Sie erworben haben während der Mobilitätsphase. Und das können Sie natürlich auch nach dem Projekt weiterverwenden. Sie finden hier alle Links zu der Europass-Webseite. Gut, genau.
Dann möchte ich Sie auf die EPALE-Plattform hinweisen. EPALE ist die europäische Plattform der Erwachsenenbildung in Europa. Und es ist ein ganz nutzvolles Tool, falls Sie es noch nicht benutzt haben. Da befinden sich ziemlich, also viele Ressourcen der Erwachsenenbildung und auch viele Termine oder Organisationen, die man recherchieren kann, mit denen man sich vernetzen kann, um vielleicht Mobilitäten dorthin zu planen. Sie finden auch einen Kalender. Also es hat ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Aber auf was wir Sie hinweisen wollen, ist der Erasmus Space, den Sie für Ihr Projekt nutzen können. Das ist für die Projektzusammenarbeit und Verbreitung. Also Sie können auch Blogartikel schreiben, aber es ist wie so eine interne Arbeitsgruppe, die Sie da nutzen können. Und genau, wenn Sie da den Link zum Promotionsvideo, da sehen Sie dann einen kurzen Beitrag, wie nützlich es sein kann für Ihr KAINS-Projekt. Genau, und wir organisieren auch jährlich eine EPALE-Konferenz, die diesmal das Thema Life Skills hat. Und das bietet auch eine gute Möglichkeit, sich mit europäischen Erwachsenenbildungsinstitutionen zu vernetzen. Diese wird am 24.03.2022 diesmal online stattfinden aufgrund der derzeitigen Situation. Und wir laden Sie herzlich dazu ein, daran teilzunehmen. Und unter diesem Link finden Sie dann die Details. So, wir sind jetzt am Ende unserer Präsentation und schauen nochmal in den Chat. Jetzt gibt es die letzte Möglichkeit, noch Ihre Fragen zu stellen. Ansonsten, also Sie können gerne jederzeit noch Ihre Fragen in den Chat posten. Aber hier nochmal die Einladung an Sie, unser Beratungsangebot zu nutzen. Also wir sind da, um Sie zu unterstützen. Und wer sind wir? Im Team Erwachsenenbildung sind wir Karin Hirschmüller, dann Christoph Sackl, der heute auch präsentiert hat. Ich sehe, Karin Hirschmüller hat gerade genau auch ihr Video eingeschaltet und ich, Arabella Seitz. Und unsere Kontaktdaten finden Sie auch auf der Webseite des ÖRDs und hier auch unsere E-Mail-Adressen. Hier auch nochmal die Einladung an Sie, falls Sie ein kurzfristiges Projekt planen, kommen Sie zu unseren Online-Final-Checks. Christoph hat schon gesagt, dass diese eben zwischen 10. bis 17. Februar stattfinden werden. Auf unserer Webseite finden Sie die Termine dazu und zur Anmeldung. Wir bitten Sie, uns eine E-Mail zu schreiben an erwachsenenbildung@ÖRD.at und dann können wir uns einen Termin vereinbaren und da werden wir uns eben eine halbe Stunde für Sie und Ihre Fragen direkt zum Antrag Zeit nehmen. Da wirklich die Einladung, dass Sie da teilnehmen, wenn Sie planen, ein kurzfristiges Projekt einzureichen. Dann auch noch die Einladung, wenn Sie möchten, können Sie sich zum Newsletter anmelden. Der ÖRD hat viele Newsletter, der von Erasmus Plus heißt Europa bewegt. Und da auch nochmal der Link zur Newsletter-Anmeldung. Da bekommen Sie eben dann immer automatisch die Neuigkeiten rund um neue Antragsfristen, rund um Final Checks und Veranstaltungen, das für Sie vielleicht interessant sein könnte. Ja, falls es keine weiteren Fragen gibt, würde ich Karin für die Abschlussworte an dich übergeben. Ja. Gut, vielen Dank, Arabella. Ja, ich glaube, die Kolleginnen haben schon das Wesentliche gesagt. Wir laden Sie wirklich herzlich ein, auch die Gelegenheit zu den Final Checks wahrzunehmen und Short-Term-Projekte, kurzfristige Projekte in Erwachsenenbildung sind eine gute Gelegenheit, ins Programm einzusteigen. Hoffentlich ist Ihr Appetit geweckt worden und Sie stellen heuer einen Antrag. Ja, und dann bitte wirklich die Einladung, die Final Checks wahrzunehmen, weil das hat sich, glaube ich, sehr bewährt. Dann möchte ich mich im Namen von uns allen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Fragen. Ja, und wir freuen uns, wenn Sie heuer einen Antrag stellen. Dankeschön.